ist ZipZapTube. Hallo. Hallo. Und wir packen hier heute Fanpost aus. Genau. Hier haben wir so eine Art von Paket. Naja, das ist ja so eine Mappe. Das ist eigentlich eine Mappe. Sowas haben wir noch nie bekommen. Bisher noch nicht so oft, nee. Das stimmt. Aber auch eine Möglichkeit, also es kam an. Ja, geht. Klar. So, wie geht's aus? War, glaube ich, vorhin eine Deutschmappe. War eine Deutschmappe, ja. Steht eben als Deutsch drauf rum. Cool. Wollen wir anfangen mit einem Brief? Ja, jetzt also fangen wir schon mal an. Genau. Ich hab hier schon mal einen. Mach du mal den anderen. Genau. Wo ist den? Ich habe. Achso, hier steht was privat drauf. Also okay, hier das haben müssen wir privat lesen. Was bekommen? Es war ganz viele Ninjago-Karten für Ash. So? Ninjago-Karten. Das wäre cool. Und privat heißt wohl, ich darf das nicht vorlesen, oder? Lass mal noch drin, lass mal noch drin. Schätze ich mal. Nein. Lass die mal noch drin. Also, derjenige möchte auf jeden Fall eine Autogrammkarte haben. Die bekommst du auch. Und könnt ihr mir bitte einen Brief zurückschreiben? Also, es wird ein bisschen schwierig. Wir grüßen dich aber, würde ich mal schon sagen. Also, du oder? Weißt ja sicherlich, was dein Brief ist. Und dann ja. Grüße an dich. Den Namen kann ich nicht so ganz lesen. Sollte man nicht sagen, wenn es privat okay. ist. Na gut, wir grüßen dich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich. Ganz, ganz herzlich. Genau, Grüße an dich. Grüße an dich, genau, vielen, vielen Dank. Und so, ich habe hier Star Wars-Karten. Oh, wow, ziemlich viele. So viele. Die sind wahrscheinlich für Max. Oder für uns beide, das weiß man jetzt nicht. Also eigentlich sammelt Max ja nichts mehr. Ein Rückumschlag. Ja, super. Oh. Das ist gut. Lass mal eine Autogrammkarte, ne? Das ein ist super. Ein ist Foto. Da noch ein Foto? Ja, das heißt. Warte, vielleicht steht es ja irgendwo drin, noch mal zeigen. Wir können aber kurz gucken, ob wir das dürfen oder nicht. Also. Ja. Hier steht nicht, dass man es nicht vorlesen darf. Ja, dann liest du das vor vielleicht. Ich heiße Dennis und bin 10 Jahre alt. Ich wollte mal fragen, ob ich eine Autogrammkarte von euch bekommen kann. Bekommst du? Eure Videos schaue ich sehr oft und es macht jeden Tag Spaß. Die sind echt toll geworden. Dankeschön. Danke, danke, vielen Dank. Wenn ihr mich in eurem nächsten Video mal grüßen, das wäre echt cool. Das machen wir jetzt, Dennis. Hallo, hallo Dennis. Dennis. Für Ash und Max habe ich meine Star Wars Karten dazugelegt. Wie alt seid ihr alle denn? Erstmal Dankeschön für die Star Wars Karten und sag du mal, wie alt du bist. 7. Ich bin 13. Ich bin 37 und Papa ist 48, ist gerade nicht dabei, ist natürlich wieder bei der Arbeit. Genau. Liebe Grüße, Dennis. Ja, Dankeschön für die Karten und... Würde ich mal nicht sagen, nein. Ich würde auch nicht. Also, das kommt dann wieder da rein. Aber so ein süßes Foto. Schön. Ich pack das mal weg. Ja, pack mal mit da rein. Mit dem Umschlag dann rein. Wir wissen, von wem das ist. Genau. Ich habe hier ganz viele Karten. Wollt ihr auch machen sonst, oder? Ja, pack das mal da rein. So. Wo ist jetzt der Brief, den ich hier eben hatte? Achso, das ist der, okay. Mhm. So, dann gucken wir mal hier rein. Hier haben wir einmal ein Etwas. Müssen wir gleich gucken, was das ist. Oha. Irgendwie ganz viel. Pack mal aus. Das aber, hier ist grüner Tee dabei. Für Mama. Trink gerne grünen Tee. Dankeschön. Dankeschön, das Lied. Dann haben wir hier echt, echt, echt viele, viele Star Wars Karten. Super. So viele. Dankeschön, Dankeschön dafür. Und dann haben wir hier noch... eine Apfelteemischung. Wow, super. Danke. Und, das riecht schon gut. Noch mehr Tee. Das ist wirklich gut. Wintertraum. Das ist ja toll, dankeschön. Yes. Also, Wintertraum riecht lecker. Kirsche und Zimt, echt? Ein Auto haben wir mit dabei. Oh, das riecht gut. Ein Auto. Das hier riecht gut. Dankeschön. Dann muss ich mich hier dran. Oh, lecker Zimt. Okay, Brief ist jetzt nicht mit dabei. Nee, okay. Aber dankeschön. Name. Name leider auch nicht. Aber dann danke an dich. Vielen, vielen Dank an dich, ja. Ja. Das ist ganz lieb. Gucken wir die hier. Also rein. So. Hier, genau, ich würde sagen, das gleich. Das machen wir gleich mit das. Lass uns einmal kurz einen anderen Brief. Also ich habe hier schon mal einen Brief mit ja. Nachis. Oh, ja. Ach, sie kenne ich noch. Süßigkeiten. Bonbon. Genau, so hier steht also, am 15.12. geschrieben, hallo ZipZapTube, ich heiße Dominik, bin 12 Jahre alt und komme aus Bayern und ich gehe in die 7. Klasse. Ich mag eure Videos sehr gerne, am meisten schaue ich die Vlogs von euch. Sie sind sehr toll. Ich verfolge natürlich auch Max, seine Kanäle und Ash, der für sein Alter schon sehr gute Videos macht. Danke.
Macht weiter so. Ich würde mich sehr über eine Begrüßung freuen. Ich habe auch ein paar Fragen. Dann erstmal grüßen, oder? Genau. Dann grüßen wir dich mal ganz herzlich. Genau. Hallo Dominik. Könnt ihr mir eine Autogrammkarte schicken? Ja, das machen wir. In welcher Schule geht Max? Gymnasium. Was benutzt ihr für eine Kamera? Jetzt gerade haben wir hier die Canon Leica Mini X, also mit der wir gerade aufnehmen. Genau, mit denen kann man ganz gut Vlogs drehen. Also genau. Kann man sich selber aufnehmen. Wie seid ihr auf den Namen gekommen? Liebe Grüße, euer Dominik. Auf den Namen, also haben wir eigentlich mal ausgedacht. Tipptapp soll es ja einfach so für kleine Schritte, Kinderschritte sein. Und Tube ist für YouTube. Also genau. So ist der Name daher entstanden. Hat übrigens Papa sich ausgedacht. So, haben wir noch mehr? Hier haben wir. Was? Super. Das gucken wir mal rein. Genau. Okay. Vielleicht so zum Geräusch machen? So, wir gucken mal rein. Und wir haben hier erstmal einen Rückumschlag mit dabei. Super. Das ist sehr gut. Dann haben wir hier ein paar Süßigkeiten. Lachgummi. Danke, danke. Und einen Brief haben wir noch mit. Ja, schön. So. Hallo TipTopTube, ich finde euren Kanal so cool und ich würde mich freuen, wenn ihr mich grüßen könnt. Unter dem Namen Yannick. Ich habe euch abonniert, ich wünsche euch noch viel Glück auf euren Kanal, auf eurem Kanal. Bleibt immer schön gesund und munter, ich liebe euch sehr. Dankeschön, Dankeschön und dann Yannick. Grüßen wir Danke. Die jetzt einmal. Hallo Yannick! PS, ich möchte gerne ein Autogramm. Der Umschlag ist dabei und Briefmarke sehr schön. Auch. Super. Super. Dann machen wir das natürlich Super auf jeden Fall. Ja. Haben wir noch einen? Ja, hier vorne. Nur noch den hier? Ja. Ich hab hier noch einen. Du hast auch noch einen. Super. Vorsicht, wenn ich was mit der Adresse dann da. Genau. Ich kenne mich auch. Wir haben auch gleich den großen auf. So, hier haben wir einen Brief. Oh. Okay. Darf vorgelesen werden. Darf gelesen werden. Das ist super. Auf der Rückseite bitte umdrehen. TipTopTube. Hast aber hübsch gemacht. Also. TipTopTube, könnt ihr mich mal grüßen? Ich heiße Jona. Machen wir das jetzt. Hallo Jona. Ganz liebe Grüße an dich. Und ich finde die ganze Familie toll. Macht's weiter. Macht weiter so. Und ich habe eine Bitte. Könnt ihr mal ein Roomtour durch das ganze Haus machen? Ich würde mich sehr freuen. Und ihr macht das toll. Super. Ja, danke schön. Also viele Räume hat man auch so schon gesehen eigentlich, ne? Ja, also in Videos sind schon einige Räume zu sehen, aber ich glaube, wir machen bald echt eine Haustour, weil es wünschen sich so viele. Dann bleibt jetzt nur noch die Mappe. Ja. Oh, da ist ziemlich viel drin. Ich dachte, warte. Wow. Hier erstmal ein Brief, darf vorgelesen werden. Gleich mal so zu vorlesen. Erstmal das immer vorlesen oder versuchen, vorzulesen. Ist da was drin? Könnt ihr uns grüßen? Darwan Sanan Savan Sanan Sanan Savan Sanan und Aitak. Wie wird der letzte Name ausgesprochen? Aitak? 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 Aitak. Aitak. Ja, dann grüßen wir euch dreimal. Oh, ich will mal kurz die Namen. Wollen wir alle einzeln grüßen dann? Also ja, erstmal okay. Von Savan. Hallo Savan. Ganz liebe Grüße an dich. Dann Senan. Hallo Senan. Und Aitak. Hallo Aitak. Ganz, ganz liebe Grüße an euch. Genau, okay. Was habt ihr denn alles eingepackt? Ja. Einiges haben wir... Oh, warte. Rückumschlag. Das ist immer gut. Die Stundenpläne, ne? Rückumschlag haben wir hier. Okay, gut. So ein Stundenplan. Ein Stundenplan haben wir. Dann haben wir die Feuerwehr kommt. Cool. Ja, schön. Da kann man sich ein Auto basteln. Ach, zum Basteln ist das? Das kann man ausschneiden. Ja, super. Eine tolle Feuerwehrauto. Idee. Das ist schön. Erst cool. Machen wir, wenn wir Zeit haben, ne? Mhm. So, hier ist jetzt für Max. Für Ash. Das sind nämlich solche Schablonen. Kann man nämlich ausschneiden. Und okay, hier darf was gezeigt werden. Ja. TipTopTube. Familie ist toll. Super. Ash, du bist toll. Danke. Super und cool. Merkst du auch. Dankeschön. Dankeschön. An alle. Danke dafür. Ich habe jetzt einen Brief. Soll ich ihn vorlesen dann schon mal? Oder wollt ihr ein bisschen auspacken? TipTopTube darf vorgelesen werden. Ich mag eure Videos. Ihr seid toll. Max und Ash, in welche Klasse geht ihr denn? Erstmal danke und ich gehe in die 9. Ich gehe in die 2. Ihr habt ein großes Zimmer. Ich habe auch ein großes Zimmer. Eure Eltern sind nett. Sehr nett. Max... Was willst du später werden? Weiß ich noch nicht so richtig. Also
Ja, ich habe mir Architekt mal angeguckt, das fand ich auch eigentlich ganz cool so. Ja. Ist auch noch ein bisschen hin. Also Max ist ja 13, das dauert noch ein bisschen. Und Ash. Achso, Ash, was möchtest du werden? Habe ich noch keinen Plan für. Nee. Früher wollte ich mal Feuerwehrmann werden, oder? Du? Polizist, meine ich. Ja. Früher, ganz früher so. Aber das wollen alle Kinder, ne? So, und noch Fragen. Max, kann ich deine Nummer haben? Auf meinem Kanal habe ich ein Video dazu gedreht und das kannst du dir mal angucken dann. Und dann erfährst du alles darüber. Und noch eine Autogrammkarte. Ja, bekommst du. Und deine Nummer kann auf der Autogrammkarte drauf. So. Ich sage noch was. Ihr seid toll, cool, super. Ihr macht toll und coole Videos. Macht doch mal Video, wo das jeder etwas, also wo etwas jeder etwas kocht und einer muss probieren. Also so eine Koch-Challenge sozusagen, ne? Koch-Challenge, ja. Das ist eine gute Idee. Das könnt ihr mal machen. Mal gucken, was ihr so kochen könnt. Na, was ich hab hier kann super kochen. Ich habe hier ganz viel und super, danke schön. Die Neuigkeiten. Ich bin Millionär geworden. Oh, cool. Da kommen sie nicht. Oh. Und hier noch ganz viele so ein Roboter. Ach so, ich hier sag, der schönste schön. Weihnachtsbaum. Haben wir ihn grüßt Ja, das ist doch der. Und die drei Jungs. Ja. Dann noch hier Star Wars Karten. Und Star Wars. Ihr habt richtig viel eingepackt. Also ich bin echt begeistert. Also mehr sein. Und die neuesten Neuigkeiten. Guck mal, sogar Aufkleber von Cars habt ihr eingepackt. Aber ist das Mama? Super. Mama, ist das echtes Geld? Nein, das ist Spielgeld. Ich bin habt ihr gut gedruckt? So, und hier, ich lerne lesen. Abenteuer auf der Rennpiste. Das ist auch schön. Guck mal, von Cars. Das ist ein Lehrer. Ja, schon, können wir auch lesen. Das ist eine schöne große Schrift. Mit Cars, mit der Cars-Geschichte. Cool. Ja, und dann ist hier was Hübsches. Das habt ihr die Achso. selbst gemacht? Das sind Hauspuschen, Hausschuhe. Ja, cool. Das ist ja lustig. Und ich habe hier, glaube ich, was zum Ausmalen, denke ich, ist das, ne? Ja, was zum Ausmalen. Hier, Mensch, was zum Ausmalen von Teenage Mutant Ninja Turtles. Aber das Geld sieht ja verdammt echt aus, ne? Ja. Das ich kann ja mal gar nicht. Eine Schuhe anziehen. Passt da rein? Es sieht so aus. Ja, zweites hier. Passt sogar. Mhm. Und sogar, was ist das für ein Dollar? Das, ich habe keine Ahnung, was das ist. 100 Dollar. Guck dir mal, was wir gekriegt haben. United States of America. 1200 Euro haben wir bekommen. Ich hätte 2 Millionen. 1200 Euro und noch ein hier, 100 ja, Dollar, alles 200 Dollar. Nee, sie können das ja alles teilen. Uns gehört das beides. Ja, dann können wir schön shoppen gehen. Oder? Also, wir können auch die Einkäufe damit veräppeln. Ja. Naja, ne? Auf jeden Fall ist das ja Falschgeld. Das ist ja alles klar. Du kannst zum Beispiel die 100 Euro umdrehen, das ist auch was ja, anderes. Ja, was ist denn das? Hä, ja, was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Habt ihr aber echt gut gemacht, ich weiß ja gar nicht. Sieht witzig aus. Oder kann man das kaufen? Ich denke mal, man kriegt sowas auch gekauft. Ja, okay. Ja, vielen Dank an jeden von euch nochmal. Danke dafür. Vielen Dank. Genau, und auch vielen Dank für eure Kommentare. Ihr schreibt immer so fleißig, auch jetzt bei meinem Kanal. Es wird immer fleißig geschrieben, wir freuen uns immer drüber. Wir versuchen natürlich, so viel es geht, zu beantworten. Schaffen wir aber wahrscheinlich nicht alles. Also, ja, vielen Dank an euch, ja, die vielen Dank. Ja. Oh, hier ist die Augenkugel rausgefallen. Ach so, cool. Ja, das war's von uns. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch einen Daumen nach oben. Dann werden wir sehen, dass es euch gefallen hat. Und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.